So, willkommen zurück zur Folge 2, Terraria Let's Play. In der letzten Folge haben wir uns Schleime gesucht, Glibber gefarmt und unsere Hütte ausgeleuchtet. Die ist für unseren ersten... Der heißt nochmal? Für Kyle den Guide ist der. Nun sind wir dabei, uns einen Ofen zu craften, wie in der letzten Folge am Ende festgestellt wurde. Wir brauchen den, um unsere Rüstung... Ach, hier ist noch ein bisschen Kupfer. Wir brauchen den, um unsere Rüstung herzustellen. Und ein besseres Schwert. Und zusätzlich zu dem wird es bald Nacht. Das bedeutet, wir sind den Gefahren schutzlos ausgeliefert, wenn wir nichts machen. Sollen wir noch schauen, wie viel wir dafür brauchen. Nee, ist noch nicht da. Was sagt denn unser Guide dazu? Wenn wir mal ausprobieren, wie es funktioniert. Und zwar mit Steine. Können wir... Da ist der Ofen. Wir brauchen 20 Stück davon. Wir haben 15. Dann haben wir das schon fast fertig. Müssen wir jetzt nur noch ein paar Steine suchen. Unterm Haus. Ja, das ist ja eine sehr ungünstige Position für Steine. Dann mache ich mein Haus kaputt. Hier ist ja noch ein... Oh, ein Bunny? Warum sieht das Bunny aus wie ein Schleim? Es kam wohl gerade ein Mini-Update für Terraria. Aber anscheinend ist das noch nicht behoben. Wundert mich selber, als ich den Multiplayer gespielt habe, ist mir sowas nicht einmal passiert. Hier überall Bunnies, die aussehen wie... Nein, die sind tricky, die tarnen sich. Genau. Die tarnen sich als Schleim, damit wir sie nicht abschlachten. So sieht das aus. Ach Gott, da ist eine Truhe. Okay, ich baue mir erstmal meine Rüstung. Dann gehe ich mir die Truhe untersuchen. Wäre doch super, wenn wir schon eine Waffe finden. So ein Speer zum Anfang. Wäre doch ganz toll. So, Platz haben wir nicht mehr dafür. Wollen wir den Stuhl abbauen? Ja, wir bauen ihn ein bisschen um. Ansonsten geht das nicht auf lange Dauer gut. Schauen. Müsste der Ofen dazwischen passen? Bis zur Tür ran? Wunderbar. Dann den Ofen. Komm, der passt da hin. Der passt. Yeah. Wunderbar. So, der Guide geht eigentlich erst in sein Haus. Ich weiß nicht, schafft er das hier überhaupt hoch? Ah, verdammt. Ein bisschen Erde habe ich ja noch. Ich hoffe, ich schaff's, bevor die Gegner kommen. Ha, wunderbar. Yes. Dein Block hat erreicht. Gut. Barren. Ich brauche Rüstung. Komm, das ist 7 Barren. Das reicht ja auf keinen. Ey, was geht denn hier? Wie sieht der Zombie aus? Was ist denn das für ein Ding? Eine Biene? Nein, das... Oh, das ist für ein Zombie. 34 Lebenspunkte? Ich habe an. Boah, ist ja übel. Wir sperren mal ein. Alten. Wie soll man denn sowas am Anfang schon besiegen? Ich glaube, ich war zu langsam. Oh, er ist raus. Wunderbar. Er ist raus. Dann packe ich hier noch einen Block hin. Da müsste er nicht reinkommen können. Jetzt kann ich mir erstmal meinen. Holzschwert ziehen. Holz. Ah. Holz. 7. Ne, ich brauch doch ein neues Schwert. Hier brauch ich 7. Bräuchte analog auch die gleiche Zahl? Was sagt es hier denn? Kupfer, Spreitschwert, Kupferkotschwert. Sehr schnell. 7. Bräuchte doch 7. Wie geht das nicht? Das ist ja... Sag nicht, ich brauche erst einen Eisenbarren. Ach Quatsch, Eisenbarren. Ein Amboss. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Ich glaube, das stand da. Komm schon. Nee, Quatsch, nicht Eisen. Hier. Das Schwert. Benötigt Amboss. Nein, ich habe jetzt einen Barren Eisen. Wie viel brauche ich für einen Amboss? Ah, verdammt. 5. Nee. Oh, verdammt. Ja, machen wir am besten. Finden wir ein Eisen. Ein bisschen Leben kann er nicht ausrichten. Zumindest unser NPC ist sicher. Ist ein Kürbis hier? Tatsache. Material, Kürbis? Das ist sehr merkwürdig. Hatte ich auch noch nicht vorher. Was der wohl macht. So, Fackel. Ich sehe nichts. Neue gesetzt. Die anderen baue ich ja gleich ab. So. Jetzt hoffe ich hier so stark,
dass ich irgendwo Erz finde. Ich kann einfach nicht so weit weg mit dem bisschen, was ich da an Rüstung habe. Gut, der Zombie, der da oben klopft, kommt ja nicht rein zum Glück. So, in Inventar kann er auch mal wieder weg. Oh komm, zeig mir irgendwo Eisen. Ich werde jetzt ein tierisches Wunder, wenn ich was finde. Aber anders geht's momentan nicht mehr. Achso, ich komme ja so gar nicht mehr raus. Ah. Was, Pumpkin-Plattform? Ist ja cool. So. Komm, ich wechsle wieder raus. Komm, das Stein. Da ist bestimmt Erz irgendwo. Da rechts, ich sehe was. Ja? Ah, nur Kupfer. Egal, ich brauch's für die Rüstung. Und ein Schwert. Ideal. Wie gesagt, den Ofen habe ich für meine Rüstung, den Schwert. Leider brauche ich noch einen Amboss. Einen Amboss. Ah ja, klar. Fackeln sind auch alle. Hm. Was kommt denn da an die Segel? Dämonenauge? Sehen die alle so komisch aus? Das müsste irgendwo ein Grafikfehler sein. Das geht doch nicht anders. Das ist ja sehr komisch. Sieht das Auge aus wie irgend so ein UFO oder weiß ich nicht was. Ja. Lange rumhacken hat ja auch keinen Sinn. Ich habe keine Fackeln mehr. Gut, dann hole ich mir einfach ein paar Ressourcen und baue die Hütte aus. Weil es kommen ja auch mehrere NPCs. Dann bereite ich das schon mal vor. Gemacht muss es eh irgendwann. Und wenn ich das Spiel vorankommen will... Oh, cool, eine Sternschnuppe! Eine Sternschnuppe! Ja, ich hoffe, ich schaff's. Ach, verdammt, ich komme nicht hoch. Nein. Sternschnuppe haben. Wie es verschwindet nicht, aber ich will sie jetzt haben, bevor noch mehr Gegner kommen. Wie viele Lebenspunkte hat der? 60. 60? Kann ich veräppeln? Aber schnell. Schnell, 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 schnell. Die haben die so viel oder ich krass wenig. Geht ja gar nicht anders. Oh, noch eine Sternschnuppe. Ach, verdammt. Komm. Und zu, zu, zu. 45 hat der. Sternschnuppe erstmal weg. Gut, ja. Ich mach einfach mal kaputt. Ich brauche noch mehr Stein, um ein bisschen auszubauen. Ah, da war noch so eine Truhe. Aber ob ich es jetzt schaffe, da hinzukommen? Wäre natürlich super, wenn ich da jetzt eine Truhe, eine Waffe finde. Rüstung ist, glaube ich, nicht im Truhen drin. Muss ich auf Waffen machen. So. Grauer Ziegel. Muss ich den noch haben? Super. Kann ich hier unten erstmal eine Ebene bauen. Zack, 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 zack. Zack. So, jetzt ist er im Weg. Ja, wunderbar. Kann er mal aber weggehen? Kuckuck, weg da! Weg da! Will er bauen! Verdammt! Naja, gut, was soll man da machen? Wir müssen noch warten. Ich höre eine Sternschnuppe schon wieder irgendwo. So, den kann ich, glaube ich, noch wegnehmen. Mach ich das jetzt am geschicktesten? So, Block hin. Dann kann ich die Tür da wegnehmen, genau. Und die Tür wieder hin. Ah, das ist ja ein guter Zug gewesen. Der Seite ist gerade gegen Gegner. Holz, nee, Ziegel. Tür, da. Bevor der rüberkommt. Könnt ihr jetzt auch mal langsam weggehen, ich will da was bauen. Holztisch. Gut, jetzt müsste da der Ofen hin. Lustiger Mensch. Oder ich könnte ein bisschen... Pumpkin-Stuhl? Das ist ja nice. Pumpkin-Wall? Das kann man dann alles aus den Pumpkin herstellen. Aus den Kürbis. Ach du Scheiße. Simons, Pumpkin. Guck doch erstmal. Pumpkin-Rüstung. Yeah. Eine Fackel. Dekolatär. Werkbank. Tisch. Stuhl. Tür. Ich guck mal, so viel schneller. Pumpkin Pie. Besser ist 15 Minuten lang. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut. Mach zurück ins Inventar. Ich wollte mir Stufen bauen, 3 Stück. Dann baue ich den Ofen woanders hin. Und zwar. Klappt das? Nee, das ist zu hoch da oben. Ich hab den vorne Wand zu hängen. Weil er versperrt den Weg und ich wollte mir noch herstellen.
So, klapp. Bäh, geil. Wunderbar. Holzhelm. Holzschwert. Was habe ich denn? Kupfer. Ich habe ja ein Kupferkurzschwert. Dann brauche ich das Kupferbrettschwert. Holzschwert. Na komm, das muss jetzt besser sein. 5, das hat 6. Aber ich schläg's besser zu. Ja, wunderbar. Oh, das habe ich erwartet. Rückstoß. Schwacher Rückstoß. So, jetzt bin ich mal ganz aggro drauf. Wenn sie alle besiegt. Wenn es EP geben würde? Na, ich würde EP fahren. Aber ist nicht schlimm. Braucht man sich um die Level keine Sorgen machen. Da kommt schon wieder irgend so ein... Weiß ich nicht. Gelbgesichtvieh? Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Hat der Flügel? Ah! Alter, der ist ja mies. Der ist ja mies drauf. Aua, aua, aua. Jetzt wird's. Ah. Was ist denn das für ein Gegner? Ja, wie schon erwähnt, mit jeder andere Karte, mit der man eine Welt generiert, mit einem Generator meine ich, entstehen andere Gebiete, Ebenen, sag mal, ja, das ist mein Grab, anderes Erz, manche Gebiete sind ganz anders, ja, jetzt kann ich zubauen, jetzt ist er endlich weg. Ist auch eine Umstellung, wenn immer was anderes kommt, aber das macht ja den Reiz aus, dass das immer anders ist und nicht immer das gleiche. So, Holzfell, Schuriken, ja, komm, die Truhe. Oh, ist ja geil. Damit kann ich an der Wand hochklettern. Beziehungsweise ich kann mich an die Wand dranhängen und runterrutschen. Aber das ist ungemein nützlich zum Klettern. So, alles ausräumen, die Truhe kann ich gebrauchen. Genial. Können wir hier hoch? Da ist ein Schleim, den brauche ich auch. Ich habe keine Fackeln mehr, um Höhlen zu erkunden. Die wachsen hier überall Pumpkins? Wie kommt denn sowas? Waren die vorher schon da? Ich glaube nicht. Die müssen doch gerade erst entstanden sein. Irgendwie. Das wundert mich jetzt schon ein bisschen. Oder ich brauche mir eine Kürbisrüstung. Wenn der Kupfer nicht reicht. Und mir Kürbis. Oh, da warst du dicht. Komm, schlag schneller zu. Glibber. Ach so, jetzt habe ich sie sehen. Das ist ein Schleim mit einer Hasenmaske. Ha. Also gerade als der umgefallen ist, hat er so ein... Wo geht denn ja nicht? Ah, jetzt so. Zwar gerade, als er umgefallen ist, hat er genau wie hier so einen Hasenkopf mit einem Band dran fallen lassen. Naja. Dann haben die Illusionisten... So, komm auf. Ja, die Werkbank steht dahinter, damit von außen keiner gegenkommt. Genau wie hier der Stuhl, der sollte eigentlich auch davor stehen. Da können die Zombies bei der Nacht nicht angreifen. Die da drinnen stehen. Ging nicht gerade Rüstung? Oder täusche ich mich da jetzt? Ich habe da Rüstung gesehen vorhin. Wahrscheinlich brauchen wir da auch hier einen Amboss. Ich glaube, ich weiß, wo ich noch Eisen gesehen habe. Das mache ich noch schnell in der Folge. Denn es ist auch fast wieder vorbei. Dann haben wir die erste Nacht überwunden. Da unten ist der Eisen. Das Eisen. Ja, es müsste noch glatt gehen. Gut. Ganz schnell. Wunderbar. Jetzt gehe ich noch schnell zurück in meinem Häuschen. Wenn da keinen kleinen bleibe. Komm. Bleib. Super. Funktioniert. Müssen wir dann irgendwie Treppen bauen oder so. Oder so eine Holzstufen. Die gehen auch. Gut. Mit ein bisschen mehr Eisen. Das reicht wahrscheinlich nicht für deinen Armboss. Aber dann danke erstmal fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Dann bauen wir uns eine schöne Rüstung. Und den Armboss. Auf Wiedersehen.